Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten anderthalb Jahren ist uns etwas gelungen in diesem Parlament. Wir haben es geschafft, nicht nur hier im Parlament, sondern in der Gesellschaft eine Debatte zu führen, um das, was wirklich in der Tabuzone war, der Tod, das bis zuletzt gut leben und am Ende gut sterben, stand im Mittelpunkt dieser Debatte. Und ich glaube, wir haben als Gesetzgeber auch einiges auf den Weg gebracht, was Menschen wirklich hilft. Erst gestern mit dem, was wir beschlossen haben zur Verbesserung der Hospizarbeit und Palliativmedizin. Und das sollten wir heute nicht gefährden und wir sollten hinter diese Debatte auch nicht zurückfallen. Denn wenn hier immer wieder behauptet wird, und dass es zu Haftstrafen oder Ermittlungsverfahren gegenüber Ärztinnen und Ärzten kommt, wenn man dem Antrag, den ich unterstütze, von Brandt, Krise, Vogler, Terpe folgt, dann ist das schlicht falsch. Und ich möchte an dieser Stelle dazu zwei Dinge sagen. Erstens, Straffreiheit der Suizidhilfe bleibt auch bei Brandt, Krise unangetastet. Das ist schon erwähnt worden. Nun kommt die Verfeinerung der Argumentation. Man sei sich nicht so sicher, hat Karl Lauterbach gesagt. Ja, wer wäre das in dieser Frage? Aber er hat dafür dann 140 Strafrechtler zitiert, die eine initiative Stellungnahme vor einem Jahr gemacht haben. Zu diesem Zeitpunkt lag überhaupt noch kein einziger Gesetzentwurf vor, über den wir heute debattieren. Und wer Verunsicherung schüren will, der kann das ganz einfach tun, indem er auch noch eine allgemeine Stellungnahme des Justizministers heranführt, nämlich von Heiko Maas, der auch, als noch kein Gesetzentwurf vorlag, gesagt hat, es könnte zu Abgrenzungsschwierigkeiten kommen. Ja, und darum haben wir uns doch bemüht im letzten Jahr, diese Abgrenzungsschwierigkeiten eben zu beseitigen. Und jetzt bitte ich an dieser Stelle doch einfach mal hineinzugucken in den Gesetzentwurf Brandt, Krise, Vogler, Terpe. Hier geht es darum, geschäftsmäßigen Suizid zu verbieten. Geschäftsmäßig, da kommt es auf die Intention an. Wer Leiden lindern will und im Grenzfall seinem Gewissen folgt und Sterbehilfe leistet, fällt nicht unter das Kriterium der Geschäftsmäßigkeit. Das hat Ruth Rissing von Sahn in der Anhörung auch ganz klar deutlich gemacht. Aber es ist ein Grenzfall und ich möchte nicht, dass es zur gewöhnlichen Handlung wird. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen den Anträgen. Es ist hier sehr viel von Selbstbestimmung die Rede. Wer mal einen Menschen begleitet hat beim Sterben, weiß, dass zur Selbstbestimmung in dieser Phase keinesfalls nur der Aspekt Selbsttötung dazugehört, sondern da geht es sehr wohl vor allem um Begleitung. Aber nehmen wir mal das Argument der Selbstbestimmung. Der Antrag Brandt, Krise nimmt der Selbstbestimmung nichts weg, wenn ein Mensch sich dafür entscheidet, Suizidhilfe nicht organisierten Anbietern zu überlassen, sondern es an dem Ort lässt, wo es einzig entschieden werden kann, in dem ganz persönlichen, ganz individuellen Verhältnis von Patient und Angehörigen und Patient und Arzt. Da gehört es hin und da bleibt es auch. Aber nicht in die Hände von Dritten, die damit Geschäfte machen. Und ich möchte auch noch etwas sagen. Der Staat soll sich raushalten. Der Gesetzgeber hat auch hier eine Schutzpflicht, die er meiner Meinung nach nicht ignorieren kann. Denn es ist doch nachweislich so, dass diese Sterbehilfevereine auch Leuten zur Sterbehilfe verhelfen, die schlichtweg einsam sind, die, das hat auch in der Hart aber Fair-Sendung nochmal ist das belegt worden, die vielleicht mit einem Trauerfall nicht zurechtkommen oder die schlicht und ergreifend am Ende einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht und die Hilfe brauchen. Ja, aber doch keine Sterbehilfe. Das ist nachweislich der Fall. Und das kann doch nicht im Ernst hier. Und Entschuldigung vor dieser Entscheidung dürfen wir uns nicht drücken. Es ist deshalb keine Lösung, den vorgelegten Gesetzentwürfen nicht über keinen der Entwürfe abzustimmen. Das ist keine Lösung. Denn es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten
hinter diese anderthalb Jahre Debatte wieder zurück. Denn nach der intensiven Diskussion, die wir doch geführt haben, wäre eine fehlende Mehrheit im Parlament auch eine Entscheidung. Nämlich das Signal, Angebote zum assistierten Suizid, ob Gewinnabsicht oder nicht, sind gesellschaftlich akzeptiert und der Suizid eine akzeptable Antwort auf Schwäche, Hilflosigkeit und Leid. Das kann man wollen, ich will es nicht. Vielen Dank. Als nächste Rednerin.